Frau Präsidentin, liebe Steuerzahler! Übermorgen ist erster Advent und die Regierung hat einen Adventskalender gebastelt. Öffnen wir die 24 Türchen. Die Erweiterung des Bundeskanzleramts wird durchgezogen. Die Ampel verteidigt das 770 Millionen Euro Projekt, obwohl sie die Planungen noch stoppen könnte. Doch Herr Scholz will es ebenso gigantomanisch wie Frau Merkel haben. Die Ampel gönnt sich seit Amtsantritt 10.000 Stellen Aufwuchs in ihren Bundesbehörden. Man übertrifft damit inmitten einer bevorstehenden Rezession sogar noch die Vorgängerregierung. Auch der Bundestag selbst bekommt fast 70 zusätzliche Stellen 2023. Das stark linkslastige Institut für Menschenrechte bekommt sogar 50% Personalaufwuchs. 6 Milliarden Euro für den neuen IWF-Fonds Resilience and Sustainability Trust, alles für internationale Corona- und Klimafinanzierung. 24 Milliarden fürs Bürgergeld, davon über 10 Milliarden an ausländische Empfänger. 30 Milliarden Klimaausgaben aus dem KTF. Kanzler Scholz versprach zudem am 6. November in einer 5-Minuten-Rede mal eben ein weiteres Milliardenprogramm fürs Klima, für den Planeten, mit mehr Ehrgeiz und Zusammenarbeit mit den Staaten der Welt. Mehr Ehrgeiz also gegen den deutschen Steuerzahler, denn natürlich ist das eine Chiffre für Deutschland zahlt es. Zudem mehr Unterstützung durch Gelegenheitsstrom aus Sonne und Wind für den Balkan. Hinzu kommen absurde EU-Klimaprogramme, über die die grüne CO2-Religion in allen EU-Ländern durchgesetzt werden soll. Dasselbe macht die Ampel sogar in Moldawien und Georgien. Bei deutschen Verbrauchern dürfen sich die Energierechnungen dagegen verfünffachen. Das stört die Ampel nicht. Die Ukraine forderte im November mal eben die Finanzierung ihres Staatshaushalts, die Finanzierung des ganzen Staatshaushalts. Die zugehörige Geberkonferenz fand darum gleich hier in Berlin statt, denn ja, dann konnten die deutschen Steuerzahler oder im Namen der deutschen Steuerzahler die großzügigen Geber kurze Wege haben in Berlin hier. Letztlich ist eine signifikante Übernahme der Ukraine Kriegs- und Haushaltskosten durch die internationale Gemeinschaft, also Deutschland, offenbar gesetzt. Bis hin zu 750 Milliarden ist da alles möglich, da die Bundesregierung ja schon früh einen Blankoscheck unterschrieben hat. Rüstungsgüter werden dabei oft indirekt gekauft oder getarnt als Gewährleistung, etwa über die European Peace Facility der EU oder über IWF-Konstruktionen. Dabei weiß man natürlich schon heute, dass das Geld niemals zurückfließen wird. Trotzdem fordern die Ministerinnen Baerbock und Lambrecht, der einzigen Friedensparteien Grüne und SPD, noch mehr Geld für Waffen für die Ukraine. Kohleersatzindustrien. Man versucht angeblich, die Zukunft der alten Kohleregionen zu sichern, leider jedoch, indem man technologische Sackgassen dort ansiedelt. Ich sage das ganz bewusst, Wasserstoffprojekte in der geplanten Form sind Sackgassen. Oder für die viele Millionen Euro ernsthaft ein Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe oder gar eine Initiative hybrid-elektrisches Fliegen. Ich sage Ihnen, das ist eine Vollabschreibung vom ersten Tag an. Generell wäre es natürlich besser, die alte Industrie an diesen Standorten gar nicht erst kaputt zu schlagen, sondern sie ganz konservativ konservare zu bewahren. Deutsche Kohle wird ja zunehmend wieder weltmarktfähig und auch gebraucht, aber die grüne CO2-Religion steht halt im Weg. Die permanente Uniper-Rettung, die größte Unternehmensrettung der deutschen Geschichte. Ständig wachsende Kosten, Kredite, Eigenkapitalgeschenke und Gewährleistungen des Bundes an Uniper und Ablösung von wertlosen finnischen Altkrediten, alles in Milliardenhöhe, inzwischen über 50 Milliarden Euro, alles völlig intransparent und das ist immer noch nicht das Ende der Rechnung. Hinzu kommen Milliardenverluste aus Gastermingeschäften der Trading Hub Europe. Herr Habeck soll keine Zockergeschäfte mit grundlosem Gasverkauf auf Termin machen, sondern das teuer mit Steuergeld eingekaufte und eingelagerte Gas einfach exklusiv für die deutschen Stadtwerke vorhalten. Leider geschieht das nicht, und wir haben es im Ausschuss ausführlich erfragt, aber es geschieht nicht. Man lockt lieber über Terminmarktverkäufe ohne Not und zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt den Maximalverlust für den deutschen Steuerzahler und zugleich Maximalgewinne für internationale Terminmarktzocker ein, ohne sicherzustellen, dass das Gas wenigstens deutschen Verbrauchern zugutekommt. Ein Skandal.
Dann absurd hohe 670 Millionen Euro für die politischen Stiftungen. Die AfD fordert seit Jahren einen drastischen Abwuchs dieser Position. Und wir sind noch immer nicht fertig. Hier weitere Steuergeldtürchen, die nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich für Deutschland sind. Der Verein United for Rescue erhält bis 2026 über 8 Millionen Euro Steuermittel zur Schleusung von Asylforderern an die europäische Küste und damit natürlich nach Deutschland. Hier gilt, gute Taten mit fremdem Geld haben keinerlei moralischen Wert. Die Deutschen wollen diese Summe nicht für diesen Zweck eingesetzt wissen. Und schon gar nicht per Vetternwirtschaft, denn der Vorsitzende des Vereins ist ja inzwischen bekanntlich der Lebensgefährte der Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Diese Position sagt sehr viel über den moralischen Wert des Gesamthaushalts aus. Mit einigen Millionen unterstützen Sie als Steuerzahler auch noch solche netten Dinge wie Finanzsystemreformen in Marokko oder urbane Mobilität in Peru. Steht alles hier. Und natürlich unterstützen Sie auch immer noch die Corona-Hysterie mit Milliarden für Tests und Impfdosen. Minister Lauterbach lässt einfach nicht locker, obwohl die Corona-Maßnahmen nicht etwa Long-Covid, das ist eine Lüge, höchstwahrscheinlich seit 2021 zu einer signifikanten Übersterblichkeit geführt haben. Dann zahlen Sie künftig den Leib- und Hoffotografen von Minister Habeck mit sechsstelligem Jahresgehalt. Die AfD weiß, warum sie die Öffentlichkeitsarbeit der gesamten Regierung, fast aller Ministerien, drastisch reduzieren will. Und dann noch das Adventstürchen 24. Mit Millionen von Euro werden von der CO2-besorgten Regierung riesige landwirtschaftliche Nutzflächen, die unsere Vorfahren in Jahrhunderten und vor Jahrhunderten den Sumpflandschaften entrissen und abgerungen hatten, wieder unter Wasser gesetzt. Das ist kein Witz. Die Ampel ist also zukünftig mit Kapitänsbinde in neuen Sümpfen unterwegs. Den alten Politsumpf bewässert sie ja sowieso milliardenschwer. Verrücktes Deutschland anno 2022. Ich komme zum Schluss. Das waren nur 24 kleine Spitzen der Eisberge und kleine Einblicke in die Tiefen der Abgründe, die sich im linksgrünen Haushalt auftun. Überall und für alles ist Geld da, nur nicht für werktätige Deutsche. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen ersten Advent allerseits.